Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Vielleicht seid ihr ja noch auf der Suche nach einem richtig leckeren weihnachtlichen Dessert. Das seid ihr bei mir genau richtig, denn ich habe hier ein Trüffel gemacht. Das ist ein sehr einfaches Dessert, weil es einfach in so eine schöne Glasschale geschichtet wird. Ich habe jetzt hier eine Glasschale mit Fuß. Ich finde, es sieht einfach ein bisschen edel aus und man kann es einfach ganz toll präsentieren. Und es fällt eben nicht auf, dass man das Dessert eben mal kurz gezaubert hat. Ich habe hier drei Schichten, also eigentlich sechs Schichten, aber die wiederholen sich. Unten habe ich nämlich eine richtig tolle Zimtcreme. Darüber ist eine Granolamasse mit Amarettini-Keksen. Sage ich euch gleich was dazu. Und in der Mitte und auch hier ganz oben habe ich noch Apfelkompott. Also im Prinzip ist es ein Bratapfel-Dessert. Wirklich total lecker mit einer richtig tollen Karamellsoße. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie ich die einzelnen Komponenten hergestellt habe und starte gleich mit dem Apfelkompott und mit der Karamellsoße. Fürs Apfelkompott brauche ich eine unbehandelte Zitrone, einen Sternanis, eine Zimtstange, 50 Gramm Vollrohrzucker und 4 Äpfel. Und für die Karamellsoße brauche ich 100 Gramm Zucker, 3 Teelöffel Butter, 80 Gramm Sahne und etwas Vanilleextrakt. Ich starte jetzt zuerst mit dem Apfelkompott und nehme jetzt mal die 4 Äpfel. Ich habe jetzt hier 4 Äpfel, das ist die Sorte Pink Lady, aber ihr könnt auch etwas säuerliche Äpfel nehmen. Aber ich habe jetzt gerade die da. Dann werden die geschält. Und die Schale könnt ihr übrigens verwenden, um zum Beispiel einen richtig leckeren Apfeltee zu machen. Das mache ich uns nämlich auch gleich. Ich finde es nämlich immer sehr schade, wenn Äpfel geschält werden müssen. Die Äpfel sind jetzt entkernt, jetzt werde ich sie würfeln und zwar in 5 mm Würfel. Das könnt ihr jetzt entweder mit dem Messer machen oder zum Beispiel mit dem Alligator. Die Äpfel kommen jetzt in einen großen Topf und bevor sie jetzt braun werden, gebe ich jetzt noch die Zitronenschale mit dazu und dann eben noch den Saft der Zitrone. Hier vorne sitzt übrigens unser kleiner Weihnachtswichtel, der hat sich ein Espresso rausgelassen und ein kleines Plätzchen, aber ich habe noch keinen Namen für ihn, vielleicht findet ihr ja einen Namen. Und dann können wir ihn schön benennen, weil ich finde es eigentlich schon ziemlich traurig. Das sieht so süß aus. Mal gucken, was er heute da anstellt. So, Zitrone habe ich jetzt drin. Jetzt noch die Gewürze, Zimtstange und Anis. Jetzt kommt der Zucker mit rein. Ich nehme jetzt zwar hier einen Vollrohrzucker, aber natürlich könnt ihr auch einen ganz normalen weißen Zucker nehmen. Aber der ist einfach richtig schön aromatisch und passt wirklich sehr gut zu den Äpfeln. Jetzt werde ich den Topf auf mittlere Stufe stellen und lasse das Ganze dann so etwa 10 Minuten einkochen. Hier drüben habe ich Wasser zu meiner Apfelschale gegeben, da mache ich gleich einen Tee, haue da dann gleich die Gewürze mit rein und in diesem Topf werde ich jetzt die Karamellsoße zubereiten. Das heißt, hier kommt jetzt der Zucker rein und wird auf höchster Stufe karamellisiert. Und ganz wichtig ist bei der Karamellsoße, dass die Butter und die Sahne Raumtemperatur haben. Sobald der Zucker dann karamellisiert ist, stelle ich den Herd ein bisschen runter. Da habt ihr einfach keine Gefahr, dass er verbrennt. Und jetzt gebe ich die Sahne mit rein. Deswegen sollte sie auch Raumtemperatur haben. Meine ist jetzt noch ein bisschen kalt, aber es ist kein Problem. Es verklumpt dann einfach ganz kurz, wird aber gleich wieder flüssig. Dann gebe ich auch gleich die Butter mit rein.
und etwas Vanilleextrakt für den Geschmack. Gerne auch eine Prise Salz mit reingeben. Das mache ich jetzt auch kurz. Salz hebt noch mal so ein bisschen den süßen Geschmack und gleicht ihn auch aus. Und jetzt werde ich nur noch kurz warten, bis die Brocken hier gelöst sind. Die kommen jetzt dadurch, weil eben meine Sahne etwas zu kalt war. Und ich warte jetzt noch, bis die Äpfel schön weich sind und werde dann beides einfach abkühlen lassen. Während das Apfelkompott und die Karamellsoße noch abkühlen, werde ich schon mal das Granola herstellen. Das habt ihr vielleicht schon gehört. Und zwar besteht es aus Haferflocken und Nüssen zum Beispiel. Und man kann damit eben sein Müsli selber machen. Und ich werde jetzt Haferflocken verwenden und zeige euch mal kurz die Zutaten. Ich habe jetzt hier 80 Gramm Honig, 230 Gramm kernige Haferflocken und 200 Gramm Amarettini-Kekse. Kernige Haferflocken, das seht ihr jetzt hier, das sind diese hier, die sind sehr grob. So wie man Haferflocken eigentlich eben auch kennt. Und das hier sind zarte Haferflocken und die sind einfach so ein bisschen feiner in der Textur. Und wenn ihr zum Beispiel einen Haferbrei macht, so ein Porridge, dann ist das hier ein bisschen schleimiger und die hier sind so ein bisschen bissfester. Und jetzt nehmen wir eben die bissfesteren. Deswegen gebe ich die jetzt hier schon mal auf mein Blech und nehme dann Honig dazu. Das Ganze kann man natürlich auch mit Sirup zum Beispiel machen. Und dann vermischt ihr das jetzt schön miteinander. Das geht tatsächlich am einfachsten mit den Händen. Ich habe das jetzt hier schön flach auf dem Blech verteilt und an dieser Stelle könnte man jetzt auch Gewürze mit reinbringen, Zimt zum Beispiel, dann hat man sein eigenes Zimtmüsli oder Kakaopulver, hat so ein bisschen was Schokoladiges. Jedenfalls kommt es jetzt so in den Backofen und wird dann bei 200 Grad Ober-Unterhitze so lange geröstet, bis es schön goldbraun ist. Es dauert so etwa 15 bis 20 Minuten. So sieht jetzt das fertige Granola aus, also richtig schön knusprig und goldbraun. Da müsst ihr auf jeden Fall auf die Backzeit achten und dann, wenn es schön duftet, dann ist es im Prinzip schon fertig. Das ziehe ich jetzt hier mal vom Blech herunter und kann jetzt schon mal die Creme machen. Bei der Creme habe ich mich jetzt für eine Mascarpone-Sahne-Creme entschieden. Dafür brauche ich 400 ml Sahne, 500 Gramm Mascarpone, etwas Vanilleextrakt, 50 Gramm Puderzucker und einen Teelöffel Zimt. Das geht jetzt auch ganz einfach. Ich nehme jetzt die Mascarpone und die kommt in meine Rührschüssel. Das könnt ihr jetzt mit dem Handrührgerät oder auch mit der Küchenmaschine machen. Dann verrühre ich die Mascarpone ein wenig. So wird sie einfach schön cremig. Kann auch schon mal Vanilleextrakt dazu geben. Und Zimtpulver, den Puderzucker und auch ganz langsam die Sahne. Und jetzt, wo ich die Sahne reingieße, merke ich, ich habe das Sahnepart vergessen. Da kommen natürlich noch 9 Teelöffel Sahnepart gleich mit rein. Dann kann ich die Creme schon steif schlagen. Jetzt kann ich das Trüffel schon in die Form füllen und damit das Ganze richtig hübsch und sauber aussieht, werde ich die Creme jetzt in einen Spritzbeutel füllen, ohne Lochtrülle. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch einen Gefrierbeutel ganz gut nehmen. So kann man nämlich am saubersten arbeiten. Ich sag am saubersten arbeiten und dann passiert halt das hier, ne? Meine
mein Spritzbeutel ist jetzt ein bisschen voll, aber das macht jetzt nichts. Jetzt spritze ich hier eine Schicht Creme hinein. Aber ich öffne das noch ein bisschen. Dann geht es ein bisschen schneller. Die verteile ich jetzt ganz vorsichtig mit einem Löffel. Darüber kommt jetzt die Schicht mit den Amarettini-Keksen und das Ganze schichte ich zweimal. Das heißt, ich habe jetzt die Hälfte der Creme, jetzt nehme ich die Hälfte der Amarettini, die Hälfte des Granola und die Hälfte der Äpfel. Und dann nehmt ihr einfach so viel, wie eben in eure Form reinpasst. Und falls ihr jetzt nicht so eine Glasform habt, dann nehmt ihr zum Beispiel kleine Dessertgläser und könnt es auch schon in einzelnen Portionen anrichten. Die zerbrösel ich so ein bisschen. Kommt eine Schicht Karamellsoße. Und wenn die Karamellsoße zu dickflüssig ist, gebt ihr einfach noch ein bisschen Sahne dazu und verrührt sie, erwärmt sie noch einmal ganz kurz und dann könnt ihr so die Konsistenz einfach selbst bestimmen. So habe ich das nämlich auch gemacht. Jetzt die Apfelschicht. Und darüber kommt dann das Ganze einfach noch einmal geschichtet, mit der Ausnahme, dass ich jetzt am Ende die Karamellschicht drüber fließen lasse. Das Trüffel ist jetzt durchgekühlt und jetzt werde ich es servieren. Und zwar am besten mit dem Löffel einmal von oben nach unten durch. Sieht halt am Anfang sehr gut aus, danach wird es leider zerstört. Eigentlich sieht es richtig elegant aus, wenn man, wenn man so ein Buffet hat oder sowas, kommt es richtig schön. Ja. Und ich glaube, es ist auch schnell gemacht, oder? Es ist schnell gemacht, man kann es halt super vorbereiten. Man deckt es einfach ab und stellt es in den Kühlschrank. Oh nein, ich jetzt auch. Also ich glaube. Und ich werde auch noch eine zweite Variante auf jeden Fall machen. Ich hatte so viele Ideen und habe mich dann am Ende doch für Apfel und Amarettini entschieden. Die Ella spielt da hinten mit Ausstechern, wie man hört. Ich glaube, das kommt richtig gut in Amarettinis zum Kaffee. Probier mal. Mhm. Okay. Einfach mal alle Komponenten. Und ich habe dieses Granola selber gemacht, also die Haferflocken mit Honig benetzt. Und, nimm es mal hoch. Traumhaft, ehrlich. Also wenn das nicht weihnachtlich ist, dann weiß ich nicht. Ja, mit Sternanis und ach Gott, weißt du, wie das schmeckt? Wie? Ich kann es gar nicht beschreiben. Wie ein perfektes weihnachtliches Dessert. Also ganz ehrlich. Also ich finde es schön in so einem Trüffel. Man hat halt so was Knackiges, Knuspriges. Man hat halt viele Komponenten. Dann was Fruchtiges, Weiches und dann diese cremige Masse, also die Creme. Ja. Also wenn ihr daheim eine Blumenvase habt, dann macht es bitte.
Richtig doof. Also wirklich? Das ist doch keine Blumenvase, das ist eine Servierschale. Okay, auf jeden Fall richtig genial. Mach das unbedingt nach. Guck mal, darf ich das mal zeigen, die Kamera? Tom, kannst du mal richtig cool? Oh, das ist so gigantisch, wirklich. Mhm. Also ehrlich, ich finde es auch gut. Ein tolles weihnachtliches Dessert. Also ein sehr schönes weihnachtliches Dessert. Ich werde es jetzt nochmal abdecken und in den Kühlschrank geben, denn bei uns gibt es jetzt erstmal was zum Essen und danach das Dessert. Und falls ihr das Rezept nachmachen wollt, geht auf sallys-blog.de. Da steht es nochmal für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Reitest du jetzt mit Ferdinand weg? Ja, und ich weiß ja auch, warum du diese Kernigen genommen hast. Diese ja, genau, die Kernigen, weil die einfach viel Biss haben. Ja, wegen dem Biss, also echt toll. Ella, du auch? Freut mich. Mama. Na, Mama, Mama. Hey. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.